Es ist eine Garage in Mülheim bei Offenbach, wo alles anfing. Boris Lutherbach ging hier in der Garage seines Opas wahrhaftig ein Licht auf. Licht hat den Erfinder schon seit seiner Kindheit fasziniert und als Elektroingenieur spezialisiert er sich darauf. Also Licht ist für mich schon immer sehr faszinierend gewesen und ich habe 2003, 2004 angefangen, mich intensivst mit der Entwicklung von Lampensystemen zu beschäftigen. Und mein Ziel war es immer, echtes Sonnenlicht zu replizieren. Licht, das so hell strahlt wie die Sonne. Er hat es erfunden. Hier in der Garage entstand die erste Plasmalampe des Tüftlers. Die Idee ist, mit Mikrowellen Edelgase in einer Glasfassung zum Leuchten zu bringen. Die ersten Versuche waren abenteuerlich. Ich habe einfach Leuchtmittel aller Arten einfach in Mikrowellenherd gepackt und mal eingeschaltet, geguckt, was passiert ist. Gab natürlich auch den ein oder anderen Funken, weil Metall und Mikrowellen verträgt sich normalerweise nicht so sehr. Aber es hat mir gezeigt, dass das Prinzip der Mikrowellenanregung im Leuchtmittel funktioniert. Wie genau die Lampen funktionieren, verstehen wahrscheinlich nur Elektroingenieure. Das Plasmalicht hat wie Sonnenlicht UV-Strahlung und die Eigenschaft, Bakterien, Keime und Viren abzutöten. Wenn man damit einfach durch einen Raum fährt, kann man ihn sogar desinfizieren. Ja, das ist der alte Rollator von meiner Oma. Den haben wir benutzt, um ein Flächenentkeimungssystem mobil zu machen. Und da wurde eine von unseren Lampen drauf montiert, die wir dann einfach vor uns herschieben können. Von Freunden wird der Erfinder aus Mülheim Daniel Düsentrieb genannt. Und es gibt tatsächlich Parallelen. In seinem Häuschen am Stadtrand tüftelt er unermüdlich an neuen Gerätschaften und träumt davon, irgendwann den großen Durchbruch zu haben. Das macht mich auch ein Stück weit stolz, wenn Freunde sagen, so hier, du bist ja eh der Daniel Düsentrieb. So was halt zeigt, dass ich ein sehr kreativer Geist bin und natürlich sehr neugierig. Und das passt natürlich schon ein Stück weit. Schnell wurde es in der Garage des Opas zu eng. Boris Lutherbach hat Büros in Neu-Isenburg angemietet, um hier mit seinen MitarbeiterInnen seine Erfindungen zu präsentieren. Die neuesten Plasmalampen sehen fast aus wie durchsichtige Leuchtstoffröhren. Sie sind mittlerweile im Einsatz in einem großen Hörsaal eines Instituts in Leipzig. Luft wird in Röhren an 64 Lampen vorbeigeleitet und so desinfiziert. Die Strahlung, die ist so intensiv, dass komplett alles, seien es Viren, Bakterien, Pilzsporen, komplett zerstört wird. Also die DNA und RNA wird inaktiviert. Somit können sich die nicht mehr fortpflanzen und vermehren. Und das sorgt dann natürlich halt für nahezu 100% saubere Luft. Nicht nur Luft, sondern auch Wasser lässt sich mit den Plasmalampen reinigen und keimfrei machen. Sauberes Trinkwasser gewinnen ist das Ziel. Wir sind mit mehreren Stadtwerken schon in Gesprächen für Trinkwasseraufbereitung sowie auch Abwasseraufbereitung, Kläranlagen. Bevor jetzt das geklärte Wasser dann irgendwo eingeleitet wird, kann man mit UV-Licht letztendlich auch noch die letzten Bestandteile, die nicht mehr wirklich hygienisch sind, auch inaktivieren und zerstören. Es geht sogar so weit, dass man Antibiotika auseinanderbrechen kann, was normalerweise sonst in die Flüsse eingeleitet wird. Auch Pflanzen wachsen besser, wenn sie mit den Lampen angeleuchtet werden. Prinz Philipp, Gatte der englischen Queen, hat deshalb zu Lebzeiten 3 Plasmalampen von Boris Lutherbach für seine Gewächshäuser gekauft. Auf das selbstgedrehte Video ist er stolz. Dem Ingenieur gehen die Ideen nie aus. Und manchmal ist er noch in der alten Garage am Basteln. Und da kommt er dann auf ganz außergewöhnliche Ideen. Das wäre so mein finaler Wunsch, wenn ich mal hingehen könnte auf den Mond, ein Peace-Zeichen, mal als Statement, Leute, hört doch endlich mal auf, euch gegenseitig kaputt zu machen und zu bekämpfen, sondern lebt einfach in Frieden miteinander und dann ist alles gut. Das wäre natürlich mal ein Message, wo man auf die Weise kundtun könnte. Und wenn der Neumond mal leuchtet, dann weiß man, wer es war.